So, here with Andreas Stiebler. After second round of qualifying in the Scorpion Formula class, he finished two times with the TQ pace. Andreas, du hast jetzt die ersten beiden Vorlaufdurchgänge gewonnen hier in der Formelklasse und René Kölbl war zweimal direkt hinter dir auf Platz 2. Ich glaube, der erste Lauf war ein bisschen knapper als der zweite. Ja, that's a great sportsmanship. Die beiden werden es unter sich ausmachen. Ja. Aber jetzt nochmal, du hast jetzt, ich meine, die besten Karten in der Hand. Du brauchst noch so einen Lauf, dann Pole Position. Ja. Wie ist aus deiner Erfahrung raus morgen früh die Strecke mit dem Moosgummireifen? Ja, es wird auf jeden Fall etwas kühler sein. Aber der Grip wird sicher ähnlich sein. Also ich rechne schon damit, dass man setupmäßig jetzt nicht großartig was ändern müsste. Also für dich ist die Strategie im Endeffekt heute einen ruhigen Abend verbringen und morgen früh nochmal voll angreifen. Ja, so schaut's aus. Okay, dann wünschen wir dir viel Glück und wir werden schauen, wie euer Zweikampf dann in den Finalläufen auf jeden Fall ausgeht. Ja, danke. So Andreas, and he just said that he is expecting a little bit of cooler track condition tomorrow morning. Maybe has to adapt the setup a little bit, but he's very confident to achieve a good result here at the season final in Down. So, wir sind hier kurz an der Strecke mit René Kölbl, direkt nach dem zweiten Vorlaufdurchgang. We are just here with René Kölbl after the second Formula Qualifier. René, kurzes Statement von dir. Du bist jetzt zweimal als zweites ins Ziel gekommen. Hast du noch eine gute Chance im dritten und vierten Vorlauf morgen noch was an der Startaufstellung rumzudrehen? Also ich weiß noch nicht, wie sich die Strecke verändern wird. Wir haben jetzt einen Griff bekommen und ja, versuchen wir da jetzt dann anzupassen, die Änderungen von der Strecke. Ja, schon. Angriff ist die beste Verteidigung. Jawohl, dann viel Glück. Danke. For tomorrow. So he said that he will try everything to improve tomorrow's result here in qualifying, but as he is not sure about the track conditions in the early morning qualifiers on Saturday, he will see what will happen in the morning here at the ETS round number 6.